Willkommen zurück zu Pikmin 3 für die Wii U. Wir wollen keine Zeit verlieren. Wir machen ein kleines Allrounder-Team. Wir müssen heute ein bisschen auf Höhlenjagd bestimmt gehen. Die Flugpigments können wir immer mal gebrauchen eigentlich, aber ich entscheide mich mal trotzdem, falls wir so Glaskuppeln vorfinden für 10 Steinpigments. Tag 35 bisher schon in Pikmin. Ah ja, hier hinten haben wir schon auch gleich den ersten. Den müssen wir auch nochmal besiegen. Ah, nicht fahre ich schon wieder drauf rein. Alles okay. Alles gerettet und ist okay. So, hier hinten. Das Gebiet müssen wir uns auf alle Fälle nochmal ordentlich anschauen. Wer weiß, was wir hier so verpasst haben. Hier kommen wir doch bestimmt... Ah, das war mir klar. Wir müssen da hoch. Da führt kein Weg vorbei. Dann gehen wir mal hier eine Abkürzung bestimmt. Wieder nach oben zumindest. Okay. Das läuft doch ganz okay. So, jetzt müssen wir es mal einen Captain nach unten schmeißen. Wir haben ja hier so ein... So nervige... Ja, ganz genau. So, und dann müssen wir mal gucken, wohin wir hier das Ganze... Wir brauchen zwei Captain nach oben. Okay. Dann nehmen wir aber auch eine ganze Ladung an Pigments mit. Anders kommen wir hier gar nicht runter. So. Oh. Das geht ja schon mal fantastisch, sehr schön. Okay. Gelbe Pigments brauchen wir. Okay. Gucken wir mal weiter. Ah, wir können hier bestimmt irgendwo eine Brücke nach unten bauen. Ja, die bauen eine Brücke. Sehr schön. Okay, da haben wir eine Frucht schon mal geborgen. Haben wir hier sonst noch was gehabt? Ja, eine Datei hatten wir doch hier hinten noch gehabt. Ah, hier noch nicht. Vielleicht suchen die was? Nein. Hier ist nichts versteckt, aber hier hinten. Okay. Ja, unser Polster hier. Okay. Dann können wir ja in die eine Höhle gehen.
So, warte mal ganz kurz, bis alle Pikmins beisammen sind. Wir müssen leider den... Ist da oben eine Frucht drauf? Nein, die haben wir schon gehabt. Okay. Wir müssen leider ein bisschen den umständlichen Weg gehen. Halt, mir fehlen ein paar Pikmins da hinten. Bisschen den umständlichen Weg gehen. Haben hier nochmal so einen schönen Krabbelkäfer. Das sollte kein Problem darstellen. Okay, Glück gehabt. Wir haben noch alle 100. So, lasst euch nicht stören von diesen Wuschel-Dingern da oben. Da oben hängt auch noch eine Frucht, sehe ich. Okay, alles klar. Ist ja ein bisschen wichtig für die Sucherei. Oh, war ja nicht ins Wasser geraten. Ah, wir brauchen die Flügel-Pikmin. Oh, oh. Merkt ihr was? Das wird ganz schön schwer. Wir brauchen die Flügel-Pikmin, aber... Eieieiei, oh. Oh, weia, 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 weia. Was war denn das jetzt? nichtsdestotrotz, wir wollen nochmal in die eine Höhle. Oder war das die... Ja, das war die gewesen. Wo das so dunkel aussah. Alles klar. Wir brauchen die Flügel-Pigments. 8 Minuten noch auf meiner DVD-Uhr. Ein bisschen zusätzlich habe ich schon beim letzten Mal gesehen, haben wir. Nehmen wir doch die Feinde jetzt erstmal auf dem Rückweg hier mit. Da zeigt er mir oben auch noch eine Orange an. Wartet mal ganz kurz. Wir prüfen das Ganze einmal. Ja, in der Tat, da oben. Oh, ein Punktkäfer. Oh, weia. Okay, den haben wir besiegt und jetzt kommt mein Lieblingsengel, der Punktkäfer. Auf die Augen, hat mir mal einer gesagt. Auf die Augen. Keine Pikmins im Kampf verloren. So, die gelben. Okay, oh, okay. Die gehen nach unten, oder? Nee, die wollen nicht. So. 5 Pikmins schleppen das zurück. Kommt mit. Wir brauchen ein paar Flügel-Pikmin. Damit wir hier noch möglichst viel schaffen heute. Werden wir nicht mehr ganz schaffen, alle Schätze hier zu sammeln, schätze ich mal. Da wird es noch mehr geben. Vielleicht gibt es dann jetzt auch gleich so einen Effekt wie so nach dem Motto, lasst mich in Ruhe, Hilfe. Ich weiß es nicht. Nein, 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 keine Karambolage hier, bitte. Aber das sah mir nur nach Punktkäfern aus, dort hinten.
Aber ich habe schon oft gesagt, das sieht einfach aus. Zwei Früchte. Zwei fehlen dann also noch. Nach unseren bösen, adrigen... Ach du Himmel! Der hat uns entdeckt! Oh. Chaos! Chaos treiben! Oh, Chaos treiben! Oh, weia. Was ist hier drinne? Eine Geheimdatei? 9. Nochmal 9. Haben wir doch schon gefunden, mal. Oh, weia, oh, weia, oh, weia, oh, weia. Pfeifen, 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 dann verlieren wir keine Pigments. Da hinten ist die Frucht, da hinten ist die Frucht. Ich sehe was, ich sehe was. Ich habe nur noch 5 Steinpigmen. Ich sehe die Frucht. Ah, da oben. Ah, ich schätze mal, das werden unsere Pigments nicht mehr rausbekommen heute. Hier hinten haben wir jede Menge Steinbomben und schaut doch mal hier, ach du Himmel. Ganz gefährlich, ganz gefährlich. Fast hätten wir noch mehr Pigments jetzt verloren hier. Ganz gefährliche Höhle hier. Und jetzt haben wir auch noch das Problem. Dass wir eventuell mit Glück diese Frucht wenigstens vor dem Tor hinbringen. Tiere haben wir verloren. Aber die Frucht liegt vor diesem Horrortor. Also, wir müssen Opfer mal wieder bringen hier in Pigment 3. 1:40 habe ich noch auf meiner Aufnahmeuhr. Das war ja mal wieder abgestimmt hier in Pigment 3. Oh, gelbe Pigments. Oh, wenn ich diesen Puckkäfer sehe. Der hat mich in Pigment 2 schon so Weißglut gebracht, dieser Schwarze. Der ist so richtig fies. 2 Früchte haben wir heute bekommen. 63. Ich drücke den Plusknopf, dass wir ein bisschen schneller versaften. 63 und die 64. Oh, 2 Früchte nur noch. Eine wissen wir, wo sie liegt, die andere müssen wir noch suchen. In Pigment 3 und danach geht's zum großen Finale.
freue mich wirklich drauf. Wir haben ein sehr gutes Team im Moment. Wir haben aber auch viele Pigments bislang verloren. Aber dafür ist das ganze Spiel auch größer. So, wir hören auf mit dem Abschlussbericht, wie immer. Es gibt für mich keine große Ehre, als für diese Mission, bei der das Schicksal Kobolds auf dem Spiel steht, ausgewählt worden zu sein. Ich kann es kaum glauben, dass ich die legendäre Elite-Spionase Captain Charlie getroffen habe. Oder gar, dass ich mit ihm Seite an Seite zusammenarbeite. Unser Alf schwärmt schon, dass unsere Mission bald vorbei sein wird in Pac-Man 3. Ja, mal gucken, morgen gucken, werden wir wahrscheinlich die letzten Obstteile hier finden in Pac-Man 3. Bis dahin.